Hallöchen, ihr Lieben. Wir müssen noch einmal bei Hospitality züchten. Also wir sind wieder in Hospitality. Willkommen in diesem Video. Ich habe noch Finis und sagt mal schnell Welchis zu züchten. Bevor ich es aber wieder vergesse, wir gehen einmal für, na, machen wir mal 3 Stunden hier in die Shows mit zum Geld verdienen mit rein. Die Brabanter werde ich mit rausnehmen, die habe ich jetzt mit rausgenommen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die Welchis auch mit rausnehme. Ich weiß es aber noch nicht wirklich. Also, dass die Mongolen bleiben, die Lipizzaner, ja, muss ich mal gucken. Ist halt aller Anfang ist schwer, ich weiß, aber es ist, weiß ich nicht. Ich lege den Fokus, glaube ich, im Moment doch woanders drauf. Aber wie gesagt, bevor jetzt wieder alle hier flattern kriegen, nein, nein, die Lipizzaner bleiben. Bei den Quartern ist es genau das Gleiche. Wie gesagt, Brabanter sind raus. Finis weiß ich noch nicht. Welchis weiß ich auch noch nicht. Mongolen sind mittlerweile meine Hauptzucht. Ich habe, glaube ich, über 50 Mongolen, wenn ich das mal so grob zusammengerechnet habe oder gesehen habe. Also ist das meine Hauptzucht, die Mongolis. So, wir schmeißen jetzt aber mal die Finis hier in die Shows mit rein. Versorgt sind sie. Lipizzaner kommen auch in die Shows. Da muss ich noch mal ordentlicher sortieren. Also ich meine, gut, ich habe ja auch, ja, 17 Stück. Das ist mir im Moment noch ein bisschen viel. Ich meine, ihr seht das ja hier, ne, mit den Mongolen. 25 habe ich von denen, also von den, ich habe Fohlen, wir müssen nächstes Mal auch aussortieren. Ich habe 22 Stuten und dann habe ich 3 Hengste, wobei Amigo wahrscheinlich auch wieder gehen wird. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen, doch die haben alle einen Halfter. Ich muss hier in dem nächsten Video muss ich einfach mal die Fohlen nachgucken, was da so übrig ist. Wobei, so klein sind die Quarter halt auch nicht, ne? 13 Stuten jeweils und 4 Hengste. Ja, es geht. Ne? Also, ja. Schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. So, die Welchis sind die kleinsten im Moment, würde ich sagen. 3 Fohlen, 5 Stuten. Ja, die Welchis sind tatsächlich die kleinsten aktuell. Ist aber alles in Ordnung. Ich muss halt nur gucken, wie ich das mit meinem Stallplatz mache, weil ich habe ja nur 130 Boxen. Deswegen, und es wird auch nicht mehr werden. Also, das machen wir nicht. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich möchte, warte mal, das, hatte ich nicht selber einen Hengst? Ich weiß es nicht. Aber die Dani, die wird sich freuen, dass wir züchten mit ihrem Hengst. So, da muss ich jetzt erstmal gucken. Ich glaube, nee, halt, stopp. Sie war das. Jetzt muss ich aber mal gucken, habe ich nicht auch so eine dunkle? Nee, habe ich nicht, aber die möchte ich miteinander verpaaren, in der Hoffnung, dass ich da eine besondere Fellabzeichnung bekomme. Was haben wir hier? Farbgenetik. Oh, der hat Cream mit drin. Ich hoffe, er vererbt es nicht. Ist das überhaupt ein Suti dann? Nee, ist es nicht. Verdammi. Nein, das ist gar kein Suti. Och, Menno. Ich wollte mit dem züchten. Das habe ich eben nicht gesehen. Chili. Ich meine, Dani hat mir einen zur Verfügung gestellt. Wartet, ich muss gucken. Ich muss Cookie machen. Wartet. Ich meine, sie hätte mir... Nein. Sein. Weg. Okay. Dann muss ich den nehmen. Aber es ist dann halt auch wieder kacke, weil der eine dann ja wieder... Na, müssen wir es ganz kurz anders machen. Einmal suche, dann nehme ich doch den einen, den ich hatte. Wo ist er? Wo sind die Finis? Finis.
Kontinent, halt, Afrika, Zucht, jo, Spuck aus, Spuggi aus, los, schneller, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. So, der war nämlich, lasst mich mal gucken, der war ja nämlich irgendwo auch hinten. Da, 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 da. Los, Marine. So, wo ist er denn? Da ist er. Der ist aber auf jeden Fall ein Suti, der Gute. Ich hoffe es jetzt. Ich check das jetzt nochmal ganz schnell. Wir haben nur Doppelsplash Byte 1. Das, was mich so ein bisschen ärgert, dieses doppelte Splash Byte 1, aber damit kann ich leben. Aber irgendwie sieht er für mich auch nicht wie ein Suti aus. Das ist, ich versuche hier gerade die Suti-Linie, wobei das ist, glaube ich, hier Suti. Die Mama ist ein Suti. Der Papa ist hier, das ist ein Suti, allerdings mit Rowan. Sieht jedenfalls so aus. Das ist, ja, hier sieht man es. Das ist dieses, dieses Suti, dieses Base-Suti, dieses, was ich absolut nicht mag. Das ist ganz normal mit Cream. Ja, Cream. Gucken wir mal. Aber ich meine, mir hat eine von euch hat mir gesagt, dass wenn das so von hell nach dunkel geht, dann ist das Suti. Das ist ja hier so mein Träumchen, ne? Das ist hundertprozentig Suti. Hast du Blaubeermilch? Irgendwas sagt mir das. Wartet mal, hat er noch irgendein Na. Aha. Aha. So, jetzt wird es interessant. Ich hatte mal einen Sohn von dem. Sado. Stimmt, ich könnte sonst bei Sado noch gucken. Wartet mal. Das ist jetzt lustig, weil ich habe ja damals Sutis auch gezüchtet. Nochmal Sado. Und dann habe ich aber hier keine mehr. Sado, Sado. Vielleicht hat Sado noch irgendwas, aber ich muss mal gucken. Oder habe ich noch Samen von denen? Wartet mal, die ich hatte. Jetzt mache ich schon wieder alles andere, aber nicht züchten. So, wartet mal. Wann ist der denn? Ah, guck mal an. So. Was man alles so nebenbei noch findet, ne? Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, was man hier, der sagt mir auf jeden Fall was. Aber seht ihr, das ist nämlich einer, der bei mir im Stall geboren wurde. Ich weiß nicht, wo ich den hingegeben habe. Kann sein, dass ich den erstmal verkauft habe. 24. 22, wartet mal. Jetzt wühle ich hier mal in meiner Vergangenheit mit rum. So, Momento. Stimmt, Venice hat ja auch noch welche. Dabei waren die damals so schlecht, die ich hatte. Gisela. Wurde die auch? Die wurde ja auch bei mir geboren. Vielleicht finden wir ja, die ist noch. Aber ich glaube, die ist halt auch schon verstorben. Schade, schade. Ja, so wartet mal. Ich vergesse nämlich immer wieder Sado, dass sie nämlich auch welche hat oder hatte. Genauso wie Vernice. So, warte mal. Habe ich hier irgendwas? Warte mal. Wartet, wartet, wartet. Das sind hier diese ganz alten Linien. Den müsste ich eigentlich von. Ich weiß nicht mehr.
Hat sie überhaupt noch Finnies? Ich glaube nicht. Die meisten haben ja mittlerweile auf Lipizzaner und alles umgewurstelt. Aber an den kann ich mich auch noch erinnern. Den hatte ich aber nicht lange. Hier mühselig dieses Cream mit rausgezüchtet. Leute, ich sag's euch. Also das und das sind wieder so Sachen, da merke ich so, ach du Scheiße, wie lange spiele ich bitte HR schon? Ja, wenn man sowas dann sieht und denkt so, Hilfe, was ist hier passiert? Genau so, warte mal, habe ich nicht noch Samen von denen? Put, 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 put. Nee, ich glaube, das ist, ich habe keine Samen mehr von denen, weil, jetzt muss ich mal hier eben gucken, verdammt nochmal. Weil, genau. Weil ich ja einmal da mir ein Missgeschick passiert ist. Und, nee, das machen wir jetzt anders. Ich gucke mal, Venice. Hast du Pferde? Wobei, was hast du? Hallo. Gar nichts. Die hat gar nichts im Verkauf. Was, Venice, was ist denn mit dir? Weil ich glaube, sie hat gar keine. Nee. Ich glaube, sie hat nur noch die Quarter. Finnies, hat sie noch Finnies? Hier die Vollblüte. Auch so eine Rasse, die so komplett an mir vorbeigegangen ist. Nein, sie hat keine mehr. Jetzt bin ich... Uff. Sie hat keine. Lipizzaner, Lipizzaner, Lipizzaner. Araber. Und die... Achalteken. Okay. Das meinte ich nämlich. So, ohne Momento. Finden wir jetzt Sado nochmal. Warte mal, wenn dann hier, da, schub. Ich meine, sie hat aber auf jeden Fall noch welche. Wenn sie jetzt auch keine mehr hat, dann breche ich zusammen. So, warte mal. Da sind noch welche. Bitte sag mir, dass du einen Suti auch in der Zucht hast. Das ist ein Suti, das ist... Das müsste ein Suti sein, aber nicht das, was ich ganz gerne hätte. Ach, gucke mal. Aber das ist, glaube ich, kein Suti. Ich glaube, nee, das ist nur Sabino. Das sehe ich schon. Wenn man auch noch was ganz Bestimmtes an Farbe sucht, das ist immer Todesurteil. Ich sag's euch. Mal kurz den. So, das müsste der hier sein. Habe ich jetzt schon von den Fohlen? Ja, eine Stute habe ich. Eine Stute habe ich, eine Tochter habe ich von ihm, muss ich aufpassen. So, dann gucken wir es aber noch mal. Warte mal, mich hat nämlich eben jetzt... Mich hat der noch interessiert und der hier noch, weil ich ganz gerne diese Musterung haben möchte. Es ist aber kein Sabino, oder? Suti meine ich. Das ist ein Silver Bay. Ich liebe diese Makings hier. So, gucken wir noch mal. Das ist aber... Doch, das wäre sogar ein Suti. Also Chancen wären da. Das hier auch. Wartet, warum ist der bei Gisela? Danke. So. Ja, das ist wieder dieses Base Suti.
Ja, aber wenn ich Glück habe, dann passt das, weil von dem Papa habe ich nämlich noch gar nichts. Also gut, dann gehen wir jetzt mal eine Runde züchten. Moment, das und ich, den wollte ich. Das ist Dani ihrer, den muss ich jetzt leider hier wieder rausschmeißen. So. Nach 15 Minuten fange ich jetzt an zu züchten. Heidewitzka, was ist denn das? So, wir fangen einmal mit ihm an. So, gut, dass ich nicht so viele Stuten habe. So, da gucken wir mal. Dann nehme ich jetzt, glaube ich, erstmal sie für. So, schwuppdiwuppi. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Dann nehmen wir noch. Was ist das? Ah, nee, dann nehme ich einen anderen Hengst für. Was ist mit dir? Ich glaube, das war kein Suti. Ich bin mir aber nicht sicher, weil, ja, das. Nee, das ist kein Suti. Aber so ein bisschen, das ist Rabicano. Was ist mit dir? Das ist, glaube ich, das ist auch Base-Suti. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, wir gucken einfach mal, was die beiden Hübschen machen. Dann nehmen wir einmal den. Der ist gar nicht mal so schlecht. Zack. Die beiden auf jeden Fall. Da könnte nämlich auch diese Makings mit rauskommen. Und wo ist die andere Stute? War es die? Nee. Die war's. It war's. So, schwupp. Und ihn nehmen wir einfach für den Rest. Eieiei, mein Geld, das ist weg. Das ist das Geld, das macht schwupp, schwupp, schwupp und weg. Ja, hier ist natürlich halt wieder das G, ne? Das ist, oh, dieses G, wenn sich das nicht vererbt, ne? Dann wäre ich glücklich. So, warte mal, wir nehmen jetzt einfach mal sie hier. Kunterbunte Mischung mit dem Züchten. Ach ja, muss aber auch mal sein. So. Hatte ich sie nicht für was anderes gerade genommen? I don't know. Nehmen wir jetzt einfach. Wir nehmen es einfach. Nochmal züchten. Ich habe jetzt noch 2 Stunden. Das ist auch nochmal ein Suti, aber das ist wieder Bay, ne? Nee, mit Cream. Cream Bay. Ah. Ah. Dann eher die. Ich glaube, die andere schmeiße ich wieder raus. So, das war's. So. Die Veggies. Das, Leute, ich sag euch, das war eine schwierige Geburt, überhaupt zu die Hengste rauszukriegen, zu finden und weiß der Kuckuck was. So, wir nehmen einmal, habe ich hier irgendwo Rabicado mitzwischen? Rab C. Ich glaube, die kann ich nicht, warte mal. Wenn wir jetzt hier die Rab C-Dinger nehmen, warte mal. Ich glaube, die sind nicht miteinander verwandt. Versuchen wir, Rabekados daraus zu kriegen. So, dann habe ich noch den hier. Ich dachte, ich hätte noch eine Rabi-Stute. Habe ich nicht? Aha, seht mal. So, ich sehe da jetzt erstmal keine Verwandtschaft. Den nehmen wir, ich möchte auf jeden Fall mit diesem Kerl, ich möchte mit dem züchten. Auch wenn ich dann nur noch 2 Stück habe und das dann leider keine Rabbi-Fohlen werden. Das könnte ein Rabbi werden. Ja. Da überlege ich nicht lange. Dann nehmen wir noch den und jetzt muss ich gucken. Wer ist besser? Das macht bessere Konfi 92 und
Gar keine und der hat ein Average. Das hat er nicht. Also darfst du noch einmal. So. Schwupp. Keine Verwandtschaft. Ja. Wir werden sehen, was da rumkommt. I don't know. So, ihr Lieben, ich habe lange gequatscht, wieder ein bisschen was aus meiner Vergangenheit mit rausgekramt. 9 Pferde habe ich jetzt nur gezüchtet. Naja, sagen wir vielleicht 12, 13, aber wie gesagt, das Video ist wieder lang genug. Links und rechts findest du zwei weitere Videos rund um Horse Reality. So rum war es richtig. Ja, schaut gerne rein und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.